Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saw the Game und dem Beagle. Ich bin blind. Ihr Lieben, ich bin blind. Ganz offiziell blind. Blinder als blind. Die Tür hier hat sich geöffnet. Habe ich im Halbdunkeln aber einfach nicht gesehen. Gebe ich auch ehrlich zu. Weißt du, die Taschenlampe ist auch einfach die letzte Funzel. Es ist so eine Teddy-Taschenlampe, wie Alan Wake die hat. Ich dachte mir, komm, noch ein Part, dann hast du ein Wochenende voll. Und irgendwie denke ich mir jetzt die ganze Zeit, ah, hetze das mal nicht. Flüchten Sie zum Ladedockbereich. Ah, okay. Flüchten Sie? Vor wem flüchte ich? Auf jeden Fall habe ich eine Hypo. Nein, ich komme nicht an die Hypo dran, oder was? Doch, ich komme an die Hypo dran. Ich dachte schon. Hä? Kann man das etwas schieben? Ey, Leute, es sieht doch ungelogen so aus, als könnte man das schieben. Kann man auch schieben. Dann das hier bestimmt auch. Oh, krass. Und dann? Das muss ich mal ausprobieren. Interessant. Warte mal. Das interessiert mich jetzt. Was kann ich denn dann machen? Ein Nagel. Für die Tür. Oh. I don't like that. For real. Ich hoffe, das hat gereicht. Flüchten Sie da und dahin. Warum bin ich denn... Oh, Tab! Dummer Tab, ey. Was ist denn jetzt los? Ach, der Typ, der mich umbringen sollte. Also mein Mitleid hält sich jetzt wirklich in Grenzen, weil der Typ will mich umbringen, aber... Vielleicht sieht Detective Ach, vielleicht sieht... The elevator requires two pieces. The function, the lever, and the control device to use it. Find the pieces to control the elevator. But hurry, before your friend below succumbs to his vices. Ich habe Detective Curry damit beauftragt, Gordon zu verfolgen. Ihre Berichte sind bisher Standard. Der Mann arbeitet lange, geht nach Hause zu einem späten Abendessen mit seiner Familie, schläft jeden Tag dasselbe. Es gab jedoch letzte Nacht etwas, das aus dem Rahmen fiel. Er hat 30 Minuten mit Carla Song in seinem Auto verbracht. Nichts Sexuelles, jedoch mit Sicherheit etwas, was außerhalb der Lehrer-Schüler-Beziehung steht. Sein Alibi ist nicht mehr wasserdicht. Gordon ist damit wieder einer der Hauptverdächtigen. Da hinten? Da hinten. Wetten, ich kann mich wieder so sehr beeilen, wie ich mich bei Sarah beeilen musste. Ah. Wo bin ich hier überhaupt? Ah, hier. Na. Die sind tatsächlich ein bisschen besser als in so, nee. Das wird ja interessant. Ach, das geht. Ah, das geht. Okay. Das wusste ich nicht, dass das geht.
Ach, der labert mich aber auch zu, ne? Meine Stimme ist immer noch nicht ganz heile, merke ich gerade. Seit ich den schlimmen Husten hatte. Ups! Das habe ich verkackt. Ja, ja. Ist okay, gib mir den letzten Check. Gib ihn mir! Seit ich die Nasennebenentzündung hatte und dadurch auch so richtig heftig Halsschmerzen und böse, böse Husten habe, ist meine Stimme immer noch nicht komplett wieder da. Ich habe auch immer noch teilweise einen heftigen Reizhusten. Voll nervig. Versucht mal mit einem Reizhusten einzuschlafen. Ist furchtbar unangenehm. So, jetzt nochmal. Aber jetzt mit ein bisschen Konzentration. Halt die Schnauze da in deinem Käfig, du Penner! Och nö. Gib mir mal Licht. Ich habe Licht angemacht und habe gar nichts. Okay. Ein Tor. Okay. Ja gut, ne? Ich habe keinen Nagel. Oh, Alter. Ist das gewollt? Hm. Wenn er jetzt stirbt, ist es mir ehrlich gesagt auch egal. Ach, guck mal. Hat das jetzt irgendeinen Unterschied gemacht, einen Lichtschalter zu benutzen? Na, nimm ihn doch! Boah, jetzt bin ich bestimmt ziemlich angeschlagen, ne? Ja, was soll's. Es ist so scheiße dunkel, man sieht einfach gar nichts. So einfach ist das. Ich weiß noch nicht mal, wie angeschlagen ich bin. Boah, okay. Ja, aber was hat mir das gebracht? Ein Nagel. So, jetzt. Boah, ey, ohne Witz, es ist nicht schön. Ich möchte mein altes. Ich hätte gerne das alte System behalten. Das mochte ich wenigstens. Sie wollten es jetzt bestimmt irgendwie spannend machen, aber es ist nicht spannend, es ist nur nervig. Darkness illuminates light. Aha. Darkness illuminates night, ja. Yes. Oh, ja. Das geht? Lass mich doch. Kannst du bitte die Tür öffnen?
Darkness Illuminates. Ja, danke, das Darkness Illuminates und so, ne? Ach, Darkness Illuminates. Hm. Okay, pass mal auf. Da ist nichts. Gib mal was. Ohne Witz. Man kann doch nicht ohne Grund diese Türen hier zumachen. Aha. Kann ich jetzt gegenüber eigentlich auch den Lichtschalter benutzen? Hm. Mach doch mal bitte. Tab! Detective. Nicht Detective Tab. Ich will mal Detective Tab sagen. Woran hänge ich jetzt schon wieder? Ah, Licht. Was? Warte, was? Hab ich nicht. Okay. Kannst du hier die Türen wieder zumachen? Oh, ich habe eine Idee. Sollte ich denn jemals den Eingang dazu finden? Nein. Doch wieder zumachen. Ah! Habt ihr das gesehen? Zwei. Sechs. Also 6-2, das schreibe ich mir mal einfach auf. 6-2. Ist doch geil, wie wir alle gemeinschaftlich nicht sehen. 0. Okay. Hab's gefunden. Hab's gefunden. Brauchte nicht mal dein doofes Licht, du Doofmann. Oh. Ja, wie das? Wie stellst du dir das jetzt vor, Jiggy Boy? Hm. Man weiß es nicht so recht. Selbstgebauter Dietrich. Es ist zwar ganz nett mit dem selbstgebauten Dietrich, aber... weiterbringen tut's mich ja irgendwie nicht. Hm, ich muss den Strom ausschalten. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ach. Ja, ist aus. So, warte mal, 620. Übrigens, jetzt habe ich sogar wieder Feeling aus dem ersten Teil irgendwie. Ist zwar alles ein bisschen größer und gigantischer aufgebaut, um die Leute zu retten, und ich sollte mich eigentlich heilen, ne? Terminal, ich habe mir Gordons Patientenliste besorgt, um zu sehen, ob es irgendwelche Verbindungen mit Jill Tuck und Cecile Adams gibt. Kein Glück gehabt. Charles Carlyle. Gehirntumor Astrozytom. Notizen sagen, dass er im Endstadium ist. Nach einer Suche im Internet stellte sich heraus, dass er wirklich ein Unglücksrabe ist. Sie haben es zu spät gefunden. Campbell Eman. Lymphom, die T-Zellenart, hat sich eine Behandlung unterzogen, die leider nicht gewirkt hat. Er ist laut Notiz im Endstadium. John Kramer, Gehirntumor, Glioblastoma multiforme. Boah, Gliom ist immer scheiße. Behandlung hat nicht angeschlagen. Notizen bestätigen Endstadium. Sieht so aus, als wenn Gordon die Falle im Endstadium zugewiesen bekommt. Die Fälle im Endstadium zugewiesen. Muss emotional schwer sein, damit umzugehen. Vielleicht schwer genug, um ihn zu einem Mörder zu machen? Weiß man nicht. Aber diesen Typen da unten, ne? Den will ich gar nicht retten. Ich meine, der will mich umbringen. Ich meine, wie doof muss Tab eigentlich sein, den retten zu wollen? Das ist eine Frage. Ich muss... Nee, warte mal.
Alter, was? Ach so. Oh. Wie mache ich das denn jetzt? Vor allen Dingen, wo muss ich hin? Das ist die Frage. Warte mal, ich habe eine Idee. Ob das richtig ist, weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Oh Gott. Meine Sicht ist sogar verschwommen. Was? Hi. Kann ich den auch durchsuchen? Nichts. Scheint richtig gewesen zu sein. Ich wollte eigentlich gucken, ob die ist von der anderen Seite verschlossen. Na gut. Soll ich nochmal speichern? Ich speichere jetzt nochmal. Joseph heißt der gute Schwierigkeitsgrad normal. Ich spiele den Scheiß schon sieben Stunden. Leute, ich spiele den Scheiß 7 Stunden und habe erst 10 Parts oder so. Das müsst ihr euch mal geben. Das heißt, ihr seht, wie lange ich teilweise an diesen räudigen Drecksrätseln gehangen habe. 7 Stunden meines Lebens, die ich teilweise echt ein bisschen bereue, wenn ich ehrlich bin. Also, er wollte es dahin haben. Soweit bin ich. Und dann? Also so richtig weiß ich nicht, was Jigsaw von mir möchte. Ich folge einfach nur dem Weg, aber sei es drum. Oh! Das ist ja noch schlimmer, als wenn ich reinrennen könnte. Quicktime-Events, die haben Quicktime-Events hier aber richtig heftig übertrieben, ne? Okay. Ja, ja, das muss ich mir gleich ganz genau aufschreiben. Aber erst möchte ich wissen... was? Naja. Jetzt werde ich nie erfahren, was auf der anderen Seite war. Ich bin heute zu Jiltags Apartment, um nach dem Vorfall in der kostenlosen Ambulanz zu fragen. Sie scheint wie jede in dieser Situation dem Tod ihres ungeborenen Sohnes verzweifelt zu sein. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie unmöglich involviert sein kann. Sie passt einfach nicht ins Täterprofil und zeigt extrovertierte Emotionen. Wenn sie über den Vorfall gesprochen wird, ein Mörder würde versuchen, sie zu unterdrücken oder zu verstecken. Sie hat mir sogar erzählt, dass sie ihren Sohn Gideon nennen wollte. Tucks Alibi ist auch lumpenrein. Sie hat in der Nacht von Wilsons Mord an doppelte Schichten in der kostenlosen Ambulanz gearbeitet. Bei etwas habe ich jedoch gestockt. Als ich sie danach gefragt habe, wer der Vater des Kindes war, sagte sie John Kramer. Warum hört sich der Name so bekannt an? Habe ich jetzt was verpasst? Ich weiß es nicht. Du schon wieder. Aber schießen kann der halt auch nicht, ne? Ich glaube ja nicht.
Okay. Ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wie gesagt, ich bleibe im Moment noch bei 20 Minuten Folgen. Damit fahre ich sehr gut. Das stresst mich bei weitem weniger als halbe Stunde Folgen. Ich weiß, das ist nicht wochenendtypisch. Und vielleicht werde ich als Ersatz, wenn ich die Zeit habe, und das ist ein großes Wenn, ein Zusatzprojekt dazu nehmen. Ich muss mal gucken. Ich hätte schon ziemlich Bock, Infamous Second Son zu spielen. Aber eigentlich ist ja Infamous 2 auch noch nicht zu Ende. Ich mache da vielleicht mal eine Umfrage einfach, ob ich das vielleicht als Ersatzprojekt für Freitag, Samstags mit dazu nehme. Ich hatte eh vor, wenn ich PlayStation 3 Spiele spiele, die eine Fortsetzung auf PlayStation 4 bekommen haben. Jetzt nicht sowas wie The Last of Us. Das ist für mich gesetzt, dass das PlayStation 4 war. Auch wenn es für die PlayStation 3 ursprünglich rauskam. Aber sowas wie Infamous Second Son, das gibt es ja, sowas wie Infamous 1 und 2, das gibt es ja nicht für PlayStation 4. Aber es hat eine Fortsetzung für die 4 bekommen, sodass ich dann eben darüber nachgedacht habe, tatsächlich 4 einfach als 15 Uhr Projekt am Wochenende laufen zu lassen. Second Son als Projekt samstags nebenher laufen zu lassen, damit das doch zusammenhängt, irgendwo bleibt. Und ich glaube, Infamous Second Son bietet sich dafür auch ehrlich gesagt ziemlich gut an. Es gibt sicherlich auch noch andere Titel, wo das der Fall ist, dass es mal eine PlayStation 3 gab und dann auf PlayStation 4 eine Fortsetzung. Mir fällt spontan nichts ein. Ich bin zum Beispiel auch im Moment am Überlegen, wie ich es mit Bioshock mache, weil das werde ich ja als Ausnahme auf PC spielen. Deswegen ist es auch bis jetzt noch nicht bei mir erschienen. Bioshock wird kommen, in jedem Fall. Bioshock ist ein Muss für meinen Account. Denn ich liebe diese Spiele. Aber ich muss mir tatsächlich die Hilfe von jemandem, der auf PC aufnimmt, holen, damit ich OBS anständig eingestellt bekomme. Weil gerade bei älteren Spielen, habe ich festgestellt, ist die Anzeige beim OBS super zickig. Also dann passt Bildschirmanzeige und OBS-Anzeige nicht zusammen. Und dann hat man so doofe Ränder oben dran. Da hole ich mir lieber jemanden, der Ahnung hat, weil er jeden Tag, jedes Mal auf PlayStation eben aufnimmt. Auf PC aufnimmt. Ich habe da schon jemanden, mit dem ich gerade rede. Wenn sie Zeit hat, wird sie das mal mit mir durchgehen und mit mir angucken, warum Bioshock nicht macht, was ich möchte. Aber ja, ich dachte mir, das ist ein guter Kompromiss, wenn es da Fortsetzungen auf der 4 gab, dass ich die dann einfach trotzdem als Samstagsprojekt laufen lasse. Und ich denke, da Infamous Second Son ja auch sowas wird, was eher Erholung anstatt Stress ist, dass ich tatsächlich das als Nebenprojekt, auch wenn 2 noch am Laufen ist, aber Second Son und 2 gehören nicht zwangsläufig zusammen, dass ich das vielleicht als Nebenprojekt, als Entschädigung dafür mache, dass die Saw-Parts zu kurz ausfallen. Aber das muss ich, wie gesagt, nochmal drüber nachdenken, drüber schlafen, gucken, wie das mit der Zeit ist, vielleicht auch eine Abfrage machen, wie ihr das gerne wünscht. Naja, also ihr Lieben, haut rein.